Viele Christen erleben, dass sie eine Berufung haben, eine Vision, einen Herzenswunsch, etwas für Gott zu tun. Und wenn sie so durchs Leben gehen, dann verflüchtigt sich das. Es wird nicht Realität. Es ergibt sich nicht. Gott öffnet nicht die richtigen Türen, die Möglichkeiten ergeben sich nicht, die Chancen sind nicht da und irgendwie ist das dann so, dass nicht Realität wird. Und dann stehen wir alle in einer sehr großen Gefahr. Nämlich das, was Gott uns gegeben hat, was er uns anvertraut hat, diesen Traum, diese Vision zu opfern. Und zwar auf dem Altar der Enttäuschung. Das wird ja doch nichts. Das scheint nur eine Spinnerei gewesen zu sein. Gott hat die Möglichkeiten nicht gegeben, die Türen waren zu und so weiter. Und wir geben es dran und verzichten drauf. Und vielleicht ist es das Kostbarste, was Gott uns in unserem Leben gegeben hat. Die Berufung, die Vision, das, was er durch uns tun will. Und weil es nicht Realität wird, geben wir es einfach dahin. Das ist eine große Tragik. Die Bibel sagt, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Ich möchte dich einladen, die Gedanken, die dich dazu gebracht haben, deine Vision zu opfern, einfach mal zu überlegen, zu durchdenken und sagen, ist es wirklich zu spät? Ist es wirklich unmöglich? Sollte es Gott wirklich unmöglich sein, das in meinem Leben noch realisieren zu können? Und ich glaube, dass es gut ist, wenn du zu dem Altar der Enttäuschung gehst und sagst, Moment mal, meine Vision, meine Berufung, mein Traum, ich hole sie mir wieder und du bringst sie zu Gott und sagst, Herr, ich bitte dich, dass du diesem Ding, was ich losgelassen hatte, was ich aufgegeben hatte, dass du neues Leben hineinhauchst, dass du neues Leben in das hineingibst, was du für mich hast, damit wirklich dein Ratschluss in meinem Leben zustande kommt. Ich glaube, dass einige von euch wirklich sich aufmachen müssen und die lange drangegebene Vision mit der Hilfe des Herrn wieder aktivieren. Den Traum, die Berufung, den Herzenswunsch. Und ich sage dir, du bist nicht zu krank, du bist nicht zu alt, du hast nicht zu wenig Finanzen, zu wenig Beziehung oder was auch immer. Das ist eine Lüge des Feindes. Wenn Gott es in dich hineingegeben hat, dann kann es Realität werden. Du kannst es erlangen mit seiner Hilfe. Aktiviere deine Vision wieder und du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.